Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Erlengrad im Alpin-DLC am Montagmorgen. Einen wunderschönen wünsche ich euch zusammen. So, Kollege, du machst das. Ich bin der Meinung, du machst das richtig gut. Ich habe jetzt von der letzten Folge zur heutigen Folge ein wenig weitergespielt. Das heißt, es sind noch, glaube ich, habe so ein oder zwei Anhänger habe ich weggebracht. 84%, du kannst eigentlich auch abfahren, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, kannst du eigentlich auch abfahren. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ist der Zug da? Der Zug ist da. Der Zug könnte. Naja, das ist jetzt blöd. Weil wenn ich den nämlich da hinten stehen lasse, dann ist der Bahnübergang immer blockiert, was nicht gut ist. Das heißt, wir lassen den Zug erstmal hier stehen, das passt, glaube ich. Und dann bei Gelegenheit fahren wir einfach zurück. Na, so würde ich es formulieren. Ja, so würde ich sagen. Viele haben auch gesagt, mach weitere Missionen, wir wollten weitere Maschinen haben. Ja, würde ich ja gerne. Würde ich gerne. Wir müssen aber ein bisschen haushalten. Wobei, die könnten wir machen. Da sehe ich jetzt nicht das Problem. Die 14er können wir machen, weil das hier ist Arbeit. Jungs, das ist Arbeit. Da sehe ich mich noch nicht, dass ich da jetzt mit CP großartig was machen kann. Da sehe ich mich aber noch nicht. Es tut mir leid, aber da bin ich noch eher falsch. Genau, dann haben einige gesagt, ich soll endlich mal den Kurs einrichten für das Sammeln. Warte mal, Grasmähen. Habe ich keinen Schwaderkurs gemacht? Sieht nicht so aus, ne? Ah, hier geht's weiter. Schwadenwiese oben. Kannst du mir zeigen, wie das aussehen sollte? Oh ja, da sehe ich mich auch. Die Frage ist, wo... Das ist ja ein zweigeteiltes Feld, in Anführungszeichen, ne? Ich werde das jetzt so machen. Ich werde das versuchen. Ich bin aber nicht sicher, ob das funktioniert. Bei der alpinen Geschichte ist es nicht so einfach, weil die Felder gehen teilweise so hier rum, weißt du? Und da ist halt schwierig, einen Punkt zu finden, wo du da hinfahren kannst. Oder beziehungsweise einen Mittelpunkt finden kannst, wo du weißt, jo, da, von jeder Stelle des Feldes kommt ihr hin. Ich glaube, das ist hier. Weil es ist egal, ob er hier ist, hier ist, hier ist. Ob er hier ist oder hier ist, er kommt immer an diese Stelle hier. Würde ich sagen. Wir machen mal hier einen... Wie? Nee, das passt. Wir machen das einfach mal so hier. Weil ich muss das jetzt langsam zentral beginnen, das Ganze, ne? Ich sage euch gleich, was ich vorhabe. Ich muss das aber langsam beginnen, das Ganze. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich habe einen Plan. Ich weiß aber nicht, ob der Plan gut ist. Soll ich das jetzt hier so machen? Nee, wir machen das erstmal anders. Ich bin tatsächlich noch nicht ganz sicher, ob ich die Gebäude final so stehen lasse. Das weiß ich noch nicht. Es ist wirklich die Wahrheit. Ich weiß es noch nicht. Deswegen kann ich da jetzt auch noch gar nicht viel rumexperimentieren, ob das jetzt so oder so passt. Mal schauen. Vielleicht, wenn da was hinkommt, habe ich ein Problem, aber... Wir fahren jetzt einfach mal hoch. Und der soll sich dann einfach den Punkt suchen, wo er den dann hin will. Der ist ungefähr wieder hier oben. Ziemlich weit oben sogar. Würde ich sagen, yo. So, Feld oben. Unterstrich Hof. Appel. Feld oben. So, warum habe ich das gemacht? Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, Jungs. Und zwar will ich jetzt... Wir machen erstmal einen Kurs hier. Feld oben. Weil sonst werde ich hier zu Mimi. Habe ich jetzt Feld geschrieben? Oh Mann! So, und zwar hauen wir da mal ganz kurz rein. Den hier. Ja. Dann hau ich mal ganz kurz rein den hier. Der hier gehört auch dazu natürlich. So, der drei, Gras über dem Hof, der gehört auch dazu. Also ich habe das ja in 100.000 verschiedenen Sachen benannt, weißt du? Grundkursfeld oberhalb. So, warte mal, Feldarbeit gilt. Dann holen wir uns jetzt mal ganz geschwind den Schwaderkurs raus. Zack. Und verbinden den mit dem Abladekurs. So. Und dann sagen wir eben am ersten Punkt anfangen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich bin sehr gespannt. Aber so haben wir die Gewissheit,
dass er wirklich im besten Fall überall hinfährt. Oh, moin. Und uns alles aufsammelt, was da ist. Und dann ist es auch egal, was er aufsammelt, weil, ob das jetzt Gras, Stroh, Heu etc. pp. ist, er wird... Gehst du nochmal pullern oder was machst du da im Wald? Da ist ein Baum. Ah, ne. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen, ne, aber erkennt der Bäume? Also ich frage nur für einen Freund. Ach so, du fängst jetzt hier im ersten... Du bist direkt... Du hast aber mega Schwein gehabt gerade, dass du richtig gefahren bist, ne? Weil dann haben wir das Problem schon mal gelöst, mal vorsichtig formuliert, weißt du? Das Problem ist dann für mich erstmal gelöst. Der kann das, der macht das, ich mag das, weißt du, wenn das so funktioniert. Und dann lass uns einfach überraschen, ob das wirklich so klappt. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. So, das passt. Hier wird gearbeitet, das freut mich. So, der Kollege hat abgeladen, das freut mich auch. Wir werden es jetzt aber anders machen, wie ich gesagt habe. Ich werde den Zug, werde ich jetzt erstmal nach hinten stellen. Weil momentan habe ich Zeit. Das heißt, ich werde ihn so weit nach hinten stellen, dass wir den Bahnübergang nicht blockieren. So muss ich es formulieren. Und dann schauen wir weiter. Und dann schauen wir weiter. Ganz viele haben auch in die Kommentare geschrieben, auch nimm noch ein bisschen Kredit auf, ein bisschen neue Sachen und so weiter. Können wir uns gerne gleich anschauen. Wie gesagt, hast du gerade gehupt, wenn Zug da steht? Bist du nicht ganz dicht, Alter? Was wollte ich jetzt sagen? Wie gesagt, ich bin voll auf dieser alpinen Schiene. Also ich... alpine Schiene. Ich mag das, wenn wir da ein bisschen, ne, in die Richtung investieren. Was ich tatsächlich sinnvoll finden würde, ist, wenn wir sagen... Wir nehmen uns jetzt noch ein bisschen Geld für weitere Kühe. Weil weitere Kühe würde natürlich den Hof bereichern, in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, du kannst stehen bleiben. Und natürlich will ich auch irgendwann in die Feldarbeit-Business einsteigen, ne? Aber da fehlt uns leider noch der ein oder andere Taler dafür, leider. So, lass uns mal kurz hinschauen, ob die Schranke hier offen ist. Ich denke aber schon. Weil hier ist ja unser Abladepunkt, ne? Von der Rübenmission. Die Schranke ist offen, perfekt. So, wie viel Geld würden wir denn noch bekommen? Oh, wir würden schon noch ein paar Taler bekommen, ne? Weil dann würde ich einfach sagen, dass wir uns echt noch ein paar Kühe holen. Und da vielleicht einfach noch ein bisschen aufrüsten. Wie viel haben wir denn da jetzt drin? Ich weiß nicht, wie viel da reingehen. 10 Kühe sind halt nichts, ne? Das müssen wir mal ganz ehrlich so sagen. Weil mit Kühe haben wir natürlich sehr viel... Also je mehr Kühe, desto besser, muss man es formulieren, weil wir können dann sehr viel mehr generieren. Wir haben Gülle, wir haben Mist, wir haben Milch, wir haben... Das sind so ein Selbstläufer, ne? Und wenn wir das Futter dafür haben, spricht eigentlich nichts gegen, dass wir die Kühe einfach mal ganz kräftig aufrüsten. Da gehen 100 Stück rein. Das heißt, es fehlen noch 90. Ich würde auf eine Reproduktionsrate einfach pfeifen, weil das ist mir eigentlich Schnubbe. Ich nehme jetzt mal den Lindner und den Anhänger und würde einfach mal jetzt noch ein paar Kühe holen. Wie gesagt, die anderen... Peoples sind alle am Arbeiten. Oh, tschö. Das heißt, wir können da ohne weiteres erstmal jetzt weg und können uns dann mal ganz geschwind ein paar Kühe holen. Und dann eine weitere Folge Schafe oder Schweine und wie auch immer. Ne? Also da geht schon einiges, muss ich gestehen. Aber ich mag, dass wir so ein bisschen in der Gegend rumfahren und das ist einfach genau meins eigentlich. Der Viehhändler war, glaube ich, an der unteren Seite. Ne? Dann fahren wir, warte... Dann fahren wir auch unten raus. Ah, Schafe. Ich freue mich schon, wenn wir Schafe haben. Ey. Das sind alles so Dinge, die kann man halt immer wieder jetzt aufbauen, sage ich mal ganz vorsichtig. Ne? So, ich werde ihn erstmal nicht nutzen, aber ich möchte trotzdem einen Kurs haben von hier zum Tierhändler. Weil ich habe zum Tierhändler keinen Kurs, was ich weiß. Zum Supermarkt haben wir einen, zu EGD haben wir einen, ja. Aber ich habe keinen zum Tierhändler und will einfach einen haben. Wenn ich ihn brauche, wenn ich ihn haben möchte, dann will ich einfach, dass er da ist, ne? Und da wir sowieso jetzt hinfahren, kann ich auch gleich einen Kurs aufnehmen, bin ich der Meinung. So, der Panther muss entladen werden. Oh, der Walter steht aber. Warte. Ja, das... Da habe ich ein kleines Häkchen vergessen. Gleich bemerkt, gleich korrigiert. Kein Problem für uns. Habe ich da die Allradlenkung noch eingestellt? Jo, ich bin ja auch ein Dulli. So, Vorderradlenkung. Jetzt lenkt er nämlich hinten nicht mehr. Das ist für die Fahrt sehr viel angenehmer, muss ich gestehen.
Das war richtig. Ich muss gerade nochmal gefragt, wohin muss ich jetzt eigentlich? Ne, ich muss jetzt schon hier rechts rum. Dann hier vorne links. Weil hier vorne ist der Tierhändler. So, moin moin, grüß euch. Ibims. So, speichern. Hof zum Tierhändler vor allem, ja. So. Machen wir gleich richtig, ne? Weil sonst höre ich. Ich höre euch doch schon wieder in den Kommentaren, weißt du? Ich höre euch doch schon wieder. Bis hierhin höre ich euch. So, jetzt schauen wir mal, was die Geschichte hier kostet. Muss mal kurz gucken, was die da oben machen. Ah. Einfach ein bisschen höher machen, ne? So, geht eigentlich relativ flott, muss man gestehen. Da ist noch ein bisschen, aber das ist so ein bisschen Schwund ist immer. Das ist einfach bei jedem Simulator, oder beziehungsweise bei jedem Ding so. So, und dem? Wow, fährst du hin? Hallo. Was machst denn du hier? Du bist noch am Vorgewende machen, mein Freund. Also, so schnell sprießen die Preise jetzt auch nicht hier. Du hast nicht mehr viele Vorgewände, aber so ein bisschen was hast du schon noch. So, wenn er hier auf der Langen ist, dann kann ich ihn wieder weiter schicken. So, ich hoffe, er erkennt das. Diese Bahn will ich haben. Sieht gut aus. So, und dem Kollegen sagen wir hier, er muss ein bisschen weiter wegbleiben. Ach, das müsste eigentlich schon klappen. So, angekommen am Tierhändler. Wir wollen Kühe. Was habe ich denn bis jetzt für Kühe? Schwarz-Weiße, na klar. Schwarz-Weiß. 2500. Wie viel gehen da rein? In diesem BT-Max? Wenn wir jetzt mal rechnen. Ich nehme mal kurz einen Taschenrechner zur Hand. Weil, ne? Und wir sagen 2500 mal 90 wären 225.000 Euro. Ich würde den Stall vollballern. Ich sag's dir, wie es ist. Ich würde den Stall vollballern, weil da, glaube ich, verdienen wir mehr als wie irgendwo anders. Wie gesagt, kann jeder von euch anders machen. Klar. Aber da sehe ich mich tatsächlich. Wie viel gehen da rein? Ah. Wir sind da 6, 2, 4, 6, ja. Toll, wir fahren wieder nach Hause. Doch, na Quatsch, ich habe das Fenster so gemacht. Nein! So, dann nehmen wir noch einen Kurs mit nach Hause. Weil, ne, ihr wisst ja, wie das ist. Haben ist besser als brauchen, sage ich immer. So, einmal nach links bitte, Kollege, oder geradeaus? Okay, du fährst geradeaus. Ich fahre nach links hier. Die Kühe müssen nach Hause, ne? Die haben Bock. Ich denke, wenn du wirklich 100 Kühe hast und die Zeit läuft auf 5, und ich denke, wenn du in weiterer Folge ausreichend Schafe und Schweine hast, dann kannst du von dem Zeug mehr oder weniger leben. Beziehungsweise, glaube ich, dass du da einen Großteil deiner Fixkosten finanzieren kannst und auch dabei noch ein bisschen Geld verdienst. Das glaube ich schon. Sicher bin ich mir nicht, aber ich denke, dass das funktionieren kann. Wie gesagt, wenn ihr da eine andere Meinung bzw. eine Bestätigung dieser Meinung habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann wäre ich sehr froh drüber. Ich mag das halt, wenn die hier vorne dieser Unitag rumfährt, ne? Da gehe ich ja steil drauf. Und das ist auch genau der Grund, ne? Du kommst nach Hause und es fahren Fahrzeuge rum, du siehst, es passiert was und das mag ich halt einfach. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen altmodisch, aber das mag ich halt einfach. Aber muss ja nicht jeder machen. Zack. Passt. Gut, liebe Leute, dann sind wir erstmal fertig für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.